Zwei Hobbyschatzsucher haben im Umland von München im Waldboden dieses Chiffriergerät entdeckt mit einem Schatzsuchergerät. Die Schatzsucher haben eigentlich erstmal gedacht, das wäre eine Schreibmaschine und haben erst abends gemerkt bei der Internetrecherche, dass es sich um ein Chiffriergerät handelt aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Gerät ist unter dem Begriff Schlüsselgerät 41 bekannt, wurde aber auch als Spitzname Hitlermühle genannt, weil man es eben wie eine Kaffeemühle mit der Kurbel bedient hat. Das Objekt ist extrem besonders und ein großer Glücksfall, dass es überhaupt gefunden wurde und natürlich auch, dass es hier im Museum gelandet ist. Normalerweise wurden Chiffriergeräte zu Kriegsende zerstört, versenkt, verbrannt. Dass dieses Gerät in diesem Zustand nach so vielen Jahren jetzt aufgetaucht ist, ist ein großer Glücksfall. 315. Bei uns eingehende Objekte werden inventarisiert, das heißt, sie werden gemessen, gewogen und ihre Materialien eingegeben, sowie auch ihre möglichen Gefahrstoffe. An den Tasten dieses Objekts haben wir Zellulosenitrat analysiert. Da müssen wir besonders vorsichtig sein und besondere Lagerungsbedingungen erfüllen, damit dieses Objekt und auch die umliegenden Objekte geschützt sind. Das Interessante an unserem Schlüsselgerät 41 ist, dass es die Enigma hätte ersetzen sollen. Denn der Verschlüsselungsmechanismus ist weitaus sicherer als der Enigma. Allerdings konnten von diesem Gerät zu Kriegsende nur sehr wenige produziert werden, aus Gründen des Materialmangels. Vor allen Dingen Leichtmetalle haben gefehlt. Also wurden sehr wenig produziert. Und die wenigen, die es gab, wurden zu Kriegsende mechanisch zerstört oder verbrannt oder versenkt, denn man wollte nicht, dass der Feind diese Geräte in Besitz bekommt. Und wenn wir also heutzutage so ein Gerät überhaupt noch finden, dann ist es in der Regel völlig kaputt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird der Kunststoff Zellulosenitrat verwendet. Man findet ihn zum Beispiel an Akkordeons, Gitarrenplektren oder hier solchen Wippen einer Orgel oder hier diesen Tasten oder dieser Scheibe. Das Problem bei Zellulosenitrat ist, dass die Alterung ab einem bestimmten Zeitpunkt sprunghaft einsetzt und die Zersetzung immer stärker wird. Dabei entstehen Säuren, die nicht nur das eigene Teil zerstören, sondern auch an angrenzenden Materialien zu sehr starken Korrosionen führen. Genau zu diesem Phänomen gibt es hier im Haus eine Forschungsarbeit. Hallo. Hallo. Also ich möchte jetzt nochmal nachfragen. Und zwar habe ich das richtig verstanden, dass die Tastatur von unserem Schlüsselgerät ein großes Problem darstellt? Ja, das Zellulosenitrat an sich ist ein sehr instabiler Kunststoff. Wenn die ersten Alterungserscheinungen gehen, geht es auch sehr rapide weiter. Bei der Degradation von Zellulosenitraten können Säuren abgespalten werden, beziehungsweise erst Nitrosegase, die in Kombination mit Feuchtigkeit zu Säuren werden. Und so kann sich ein Feuchtigkeitsfilm bilden. Also dieses glänzende. Mhm, genau. Es können sich aber auch Kristalle bilden. Okay. Das sieht man, glaube ich, hier ganz gut. Diese weißen Ausblühungen. Diese weißen Punkte jetzt hier drauf. Das ist schon erste Abbauprodukte. Und wie kann ich jetzt herausfinden, ob schon Abbauprodukte entstanden sind, wenn ich jetzt zum Beispiel das mit bloßem Auge noch nicht sehe? Kann ich das auf dieser Infrarot-Spektrometeraufnahme sehen? Ja, definitiv. Dies ist jetzt ein Spektrum von zwei Zellulosenitraten. Das eine ist neu, also ungealtert, das andere ist künstlich gealtert. Und anhand von diesem Peak kann man zum Beispiel hier sehen, wie der Weichmacher, in dem Fall Kampfer, sich schon reduziert hat. Das Blaue ist das Ungealterte, das Rote ist das Gealterte und der rote Peak ist schon wesentlich geringer als der Blaue. Aktuell gibt es noch nicht so gute Möglichkeiten, dieser Degradation, diesem Abbauprozess entgegenzuwirken. Und deswegen ist es interessant, diesen chemischen Abbauprozesse zu verlangsamen durch Absenken der Temperatur. Und um die Möglichkeit zu schaffen, diesen Kunststoff länger
erhalten zu können, hoffentlich auch für zukünftige Generationen. Mit der thermomechanischen Analyse untersuchen wir das Materialverhalten von den Zellulosenitraten während den Abkühlen und des Aufwärmens. Es ist generell interessant für die Lagerung, da nicht auf den Betrachter oder Museumsbesucher Rücksicht genommen werden muss von der Temperatur her. Also jeder Museumsbesucher hat natürlich eine Wohlfühltemperatur, die meistens bei so 18 bis 20 Grad geht. Da kann man temperaturtechnisch nicht so weit runtergehen. Deswegen ist es viel interessanter für die Lagerung, wo eben auch eine Gefrierlagerung in Frage kommen würde. Solange wir von der Restaurierungsforschungsabteilung keine gegenteilige Empfehlung haben, lagern wir unsere Zellulosenitratobjekte hier in diesem Depot. Der Raum ist schön kühl, gut durchlüftet und hat eine niedrige relative Luftfeuchte. So können wir den Alterungszustand gut im Blick behalten und vermeiden Wechselwirkungen mit anderen Materialien. Das Schlüsselgerät 41 wurde bei Chemnitz in den Wandererwerken produziert und hatte einen sehr guten Verschlüsselungsalgorithmus für die damalige Zeit und hat auch wahrscheinlich einen großen Einfluss auf die Geräte gehabt, die nach dem Krieg noch gebaut worden sind. Denn die mechanische Verschlüsselung hat noch eine wichtige Rolle bis in die 1990er Jahre gespielt. Tatsächlich ist es allerdings so, dass heutzutage immer noch der tatsächliche Verschlüsselungsalgorithmus des Schlüsselgeräts 41 nicht öffentlich bekannt ist. Da möchten wir weiter forschen. In Sammlerkreisen gibt es nämlich Schlüsselgeräte, die noch funktionsfähig sind. Da könnte man Einblicke gewinnen, wie denn der Algorithmus tatsächlich funktioniert. Wir haben auch eine andere Maschine, ein anderes Schlüsselgerät von einem anderen Modell, aber es ist auch ein Schlüsselgerät 41. Und das lag 60 Jahre in einem See in Ostdeutschland und war komplett verrostet. Allerdings wurde es, bevor es verkauft wurde, komplett restauriert. Ich persönlich finde ein Objekt immer besonders spannend, wenn es seine eigene Objektgeschichte auch erzählen kann. Also wenn ich jetzt höre, eine Maschine wurde in einem See gefunden oder im Erdboden, dann möchte ich das als Museumsbesucher auch sehen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht das so. Und deswegen bin ich besonders begeistert, dass wir jetzt eine Maschine haben, der man einfach ansieht, dass sie 70 Jahre im Waldboden gelegen hat.